Nach dem erfolgreichen Launch der Dieselmotoren mit den großen 9.5er Modellen und den beeindruckenden Zuwachszahlen war es klar, Saab kommt wieder. Aber nicht irgendwie, sondern zügig und kraftvoll. Genauso wie die Schweden halt ihre Turbos bauen. Von einer beeindruckenden Produktoffensive war die Rede. Jetzt ist sie da. Zumindest einmal die Vorhut. Dem neuen Saab 9.3er, der endgültig mit dem globigen und trägen Image in der Mittelklasse aufräumen soll. Wir haben uns den schwedischen Bo in Stockholm genau angeschaut. Es stimmt, es ist der Beginn einer Produktoffensive. Im nächsten Jahr kommt ein neues Cabrio. Ganz wichtig, wird in Österreich gebaut, in Graz. Es kommt mit Jahresende dann eine Kombi-Version von diesem Auto, vom 993er. Und ein paar Monate später ein SUV, also das neue Sports Utility Vehicle mit Allradantrieb. Rein optisch sieht man den Unterschied, der hat ja nichts mit dem Vorgängermodell zu tun. Ist es auch wirklich so? Ja, es ist ein komplett neues Modell, eine neue Karosserie, neue Plattform, neue Radaufhängungen und auch eine neue Lenkung. Es ist ein komplett neues State-of-the-Art-Modell von Saab. Eines ist allerdings gleich geblieben, der Zündschlüssel ist nach wie vor in der Mitte, aber jetzt hat er keinen Bart mehr, sein elektronischer Zündschlüssel, aber der ursprüngliche Ort ist geblieben, in der Mitte, unten bei der Handbremse. Nicht nur optisch ist der Saab 9.3 wirklich gut gelungen, auch technisch hat sich einiges getan. Fangen wir mal bei den Motorvarianten an. Also Saab hat drei ganz neue Benzinmotoren aus Aluminium. Der Motorblock an sich ist 15 Kilo leichter wie der alte. Und mit der Saab-typischen Turbotechnologie leisten diese 2-Liter-Motoren zwischen 150 und 210 PS. Wobei die 210 PS-Variante erst im Jänner zu uns kommen wird. Und außerdem gibt es den bewährten Common Rail 2,2 Liter Turbodiesel mit 125 PS. I'm a life learned lesson I was sent here to share with y'all. So get in where you fit and go on to shine. Clear your mind, now's the time. Put your soul on the shelf, go on and love yourself. Cause everything's gonna be alright. Mit der neuen Sportlimousine von Saab, mit dem Saab 9.3, ist Saab ein wirklich großer Wurf gelungen. Ja, ein wirklich großer Wurf, und der 9.3 ist ja an und für sich das Erfolgsmodell von Saab gewesen, und auf das werden wir uns weiterhin stützen. Es ist ein ganz, ganz außergewöhnliches, tolles Auto geworden mit einer State-of-the-Art-Technologie. Oh,